Herzlich willkommen zu unserem Podcast heute. Es ist, ja, da kann man schon mal staunen und genau hinschauen, wenn Sie unten auf den Titel gucken, sehen Sie, es ist die Nummer 100. 100 Podcasts. Das ist Grund zum Feiern und da habe ich auch mal gleich ein Glas Sekt und sage Prost, ja, auf den 100. Podcast. Zum einen möchte ich ganz herzlich Dank sagen an all diejenigen, die bisher mitgemacht haben und natürlich an Sie, die Sie das so fleißig schauen. Und wenn wir gesehen hätten, dass das überhaupt nicht in irgendeiner Weise angeschaut wird oder gar nicht genutzt wird, dann hätten wir auch irgendwann gesagt, okay, das war's jetzt, aber das ist nicht der Fall. Auch der wöchentliche Podcast nach der Sommerpause hat mich sehr gefreut, dass da doch so viele das angeschaut haben. Und wir sind schon wieder im Lockdown. In einer gewissen Weise scheint uns das noch zu begleiten. Und ich freue mich jedenfalls auf 100 Podcasts. Das ist eine schöne Sache. Eine Begebenheit, die mich in dieser Zeit doch innerlich bewegt, war, ich saß in einem Ort hier in der Umgebung mal auf einer Mauer und habe gewartet auf jemanden. Und da fuhr jemand, den ich gar nicht kannte, mit dem Fahrrad vorbei und blieb stehen und sagte, ja, toll, dass ihr das macht, ich schaue das jeden Tag und es ist super, vielen Dank. Und fuhr weiter. Und da war ich irgendwie innerlich total gerührt. Ich dachte mir, so viele Leute auch hier in der Region, also die man vielleicht mal auf der Straße sieht, die sehen das auch, was wir hier machen. Und ich bin heute zum 100. Podcast natürlich nicht alleine, sondern diejenigen, die schon mitgemacht haben, haben mir ein kleines Video geschickt oder ich habe es mit ihnen aufgenommen. Und deswegen kommen heute ein paar mehr Leute zur Sprache. Und als erstes schalten wir mal nach Zollenroda. Alles Gute von mir zum 100. Podcast hier von Herrn Schöppenmeier. Und natürlich auch von mir, Steffen Schürer, alles Gute zum 100. Podcast. Yeah! Neben den vielen lustigen und tollen Aufnahmen mit dem Herrn Schoppenmeier, den wir gerade gesehen haben, erinnere ich mich natürlich auch ganz besonders an einen Vormittag, wo ich im Wald versucht habe, einen Podcast aufzunehmen und mir dachte, Lockdown mit Familie zu Hause, das geht nicht gut, da hast du einfach keine Ruhe. Du musst einfach mal in den Wald gehen, dort findest du deine Ruhe und kannst in Ruhe im Wald deinen Podcast aufnehmen. Tja, und aus dem mal schnell in den Wald und einen Podcast aufnehmen wurde ein kompletter Vormittag, weil egal wo ich hingegangen bin, ich überhaupt keine Ruhe im Wald gefunden habe. An der ersten Stelle war es einfach zu schattig. Also bin ich weitergegangen. An der nächsten Stelle kam plötzlich ein älterer Herr vorbei, der meinte, ach, die Bank neben Ihnen, die muss ganz dringend mal jetzt gleich hier repariert werden. Also habe ich auch keine Ruhe gefunden, also bin ich weitergegangen. An der nächsten Stelle kam plötzlich ein Kindergarten vorbei, der Meinung war, wir müssen jetzt hier unbedingt mal kräftig Waldspiele machen. Super! Also bin ich weitergegangen zur nächsten Stelle. An der nächsten Stelle habe ich auch nicht so richtig Ruhe gefunden, weil im Grunde genommen ständig ein Wanderer vorbeigekommen ist. Also bin ich weitergezogen zur nächsten Stelle und so weiter und so fort. Tja, und so wurde aus einem mal eben in Ruhe im Wald einen Podcast aufnehmen ein kompletter Vormittag, wo ich echt viele Haare und viele Nerven gelassen habe. Aber natürlich kann ich einfach nur sagen, toll, dass es diesen Podcast gibt und hoffentlich noch viele, viele Folgen wir auch mit diesem Podcast erleben werden und hoffentlich auch mit dem Podcast ein Stück weit Ruhe finden können in unserem Alltag und neue Kraft zum Tanken finden können. Das bringt es hoffentlich und dazu wünsche ich Gottes Segen für die weiteren Folgen vom Podcast. Yes! Ich grüße Sie ganz herzlich diesmal von einem wunderschönen Blick in Richtung Weckersdorf. Standen Sie schon mal hier an dieser Bank
Haben Sie das schon entdeckt, diesen Blick in diese Richtung? Ich bleibe bei dem Stichwort Entdecken und beim Podcast natürlich, beim Thema heute. Ich habe bei dem Podcast die vielen neuen Möglichkeiten entdeckt, miteinander verbunden zu bleiben. Ich muss gestehen, dass diese Möglichkeit ist mir eher fremd, als Redner und auch als Hörer. Als Redner zum Beispiel habe ich lieber, wenn ich jemanden sehe, mit dem ich rede, wenn ich merke, lacht er oder ist er nachdenklich, wirkt er eher einsam und müde. Das kann ich jetzt leider nicht sehen. Von daher ist mir das schon sehr fremd. Aber ich habe auch entdeckt, wie gesagt, welche Möglichkeiten mit so einem Podcast alles verbunden sind und dass man miteinander verbunden bleibt und auch, dass man ja in eine kleine Gemeinschaft hineingehört von Leuten, die diesen Podcast hören. Ich habe immer wieder gehört von Feedbacks bis heute, dass Menschen mich ansprechen, ja, der Podcast oder das oder jenes. Neue Möglichkeiten. Ich merke aber auch, dass ich schnell wieder in alte Muster verfalle. Also wenn die äußeren Bedingungen nicht mehr so sind, wie sie am Anfang waren, im Frühjahr, als der Podcast gegründet wurde, dann verfalle ich in alte Muster zurück. Gerade im Sommer, wo manches doch gelockert wurde, oder im Herbst, wo man wieder neu sich begegnen konnte, wo man Freizeiten organisieren konnte. Das ist schon meine Welt, das mache ich sehr gern. Und da verfalle ich aber auch da hinein, das auch zu tun, ist ja auch gut und schön, aber diese neuen Medien weniger zu nutzen. Nicht zum Sprechen, wie jetzt, und auch nicht zum Hören. Ich möchte das jetzt nicht bewerten, ich merke das nur an mir. Was ich auch entdeckt habe, das sind ganz neue Blicke auf unsere Gegend. Ich weiß nicht, ob Ihnen das aufgefallen ist. Ich habe die verschiedenen Podcasts, die ich aufgenommen habe, immer in unterschiedlichen Situationen aufgenommen. Also an unterschiedlichen Orten. In der Kreuzkirche, in der Dreieinigkeitskirche natürlich, aber auch am Lusthaus in Langwolschendorf oder an der Waldquelle, im Rötlein. Ganz verschieden. Ich habe dabei auch ganz Neues entdeckt, wirklich entdeckt. Ich war vorher noch nie zum Beispiel am Steinbruch in Paaren. Oder, das muss ich zu meiner Schande gestehen, ich war vorher auch noch nie an der Karpfenwiese oder auf der Karpfenwiese an der Weidertalsperre. Ich habe zwar über die Weidertalsperre drüber weggeschaut schon und mich daran gefreut, wie schön die ist, aber dann bin ich mit Michel Debus einfach mal runtergegangen, um dort unten auch einen Podcast mal aufzunehmen. Verschiedenste neue Entdeckungen. Und Gott? Gott in dieser Situation? Lässt er sich noch entdecken? Seine Kraft spüren? Seine Liebe? Möglicherweise auch durch diesen Podcast? Ich hoffe es. Und ich bin gespannt. Sie sind schon wieder da. Gut. Schön. Vielleicht noch ein paar Informationen zum Podcast. Und zwar tatsächlich 100 Podcasts. Und bisher gibt es ungefähr um die 75.500 Aufrufe unserer ganzen Videos zusammengenommen. Und insgesamt sind es über 3.000 Stunden Wiedergabezeit. Das sagt mir hier mein Dashboard hier bei YouTube. Das sieht man mal, wie alles zusammengenommen, welche Zahlen es eigentlich sind. 312 Abonnenten und hauptsächlich aus Deutschland, aber tatsächlich auch aus vielen Ländern, wie zum Beispiel auch Japan. Aber das liegt wahrscheinlich auch an dem Video, was in unserem Podcast wohl an der Spitze steht. Und das uneingeschränkt ist das Video Singen verboten, das Sie vielleicht auch schon gesehen haben, mit fast mit über 50.000 Klicks, wenn man das zusammennimmt. Und das ist wirklich weltweit quasi auch angeklickt worden. Soweit reicht das hier, was wir hier machen. Das ist schon interessant.
Ja, aber wie gesagt, Zwanrode haben wir gerade gehört und jetzt gibt es noch ein hier in Triebes zwei Leute, die ebenfalls mitgemacht haben. Zum einen ist es der Uwe Großer und der Stefan Warmuth und die Grüße hören Sie jetzt. 100 Mal Podcast. Dafür schreiben, dafür denken, sich hineinfühlen, auf Abstand zu sein und doch miteinander verbunden. Was mir nach 100 Podcast-Ideen durch den Kopf geht und mich immer noch bewegt, ist das Bild von Kirche, mit dem ich seit Corona unterwegs bin. Viele Bilder zeigt das Neue Testament für uns Christen. Das Volk, das unterwegs ist, das wandernde Gottesvolk. Der Leib Christi, Nachfolger in den Fußspuren Jesu. Eine Kirche der Armen, derer, die sich ausstrecken. Oder auch als Familie Gottes sich zu verstehen. Und mit Johannes Freunde Gottes zu sein und Freund und Freundin genannt zu werden. Im Gottesdienst bekennen wir die Gemeinschaft der Heiligen. Auch ein großes Bild. Aber was mir nachgeht, ist die sichtbare und die unsichtbare Kirche. Warum? Als ich mitbekam, wie ein Podcast geteilt wird, wie viele mitlesen und mithören, von wo Zuschriften und E-Mails kommen, wo eine Rückmeldung einen erreicht, wo man gar nicht gedacht hat, wer das hört und sieht, sich anrühren lässt. Da dachte ich, das alles ist mehr als die sichtbare Kirche, die ich sonst lebe und gestalten darf. Kirche, die unsichtbar ist und doch mit einem ganz großen Band verbunden. Wo ich weiß, Menschen beten wie ich, Menschen haben dieselbe Bibellese, singen vielleicht sogar das gleiche Lied an diesem Sonntag. Menschen teilen im Gebet die Sorgen und Nöte, aber auch die Freuden dieser Welt. Diese Dimension geht mir persönlich immer noch nach und geht immer noch mit. Eine ganz besondere Art von Gemeinschaft, ein ganz besonderes Band von Gott her und von Christus. Gefügt über alle Zeiten, über alle Not und über alle Herausforderungen hinaus. Dieses will ich bewahren und will ich mitziehen lassen. Vielleicht und ganz besonders in den Veränderungen, die auch vor uns stehen. Und in die nächsten Podcasts hinein. Hallo. Als ich vor einigen Jahren noch in die Schule gegangen bin, da habe ich unter anderem zwei Wörter gelernt, nämlich Pandemie und Epidemie. Und diese Wörter, die haben mich irgendwie die ganzen Jahre immer mal wieder beschäftigt. Jetzt werden sich viele wundern, dass ich das nach der ganzen Zeit noch weiß. Keine Sorge, ich habe natürlich auch viel aus der Schule wieder vergessen. Aber gerade diese beiden Wörter sind mir immer wieder aufgefallen, vor allem das Wort Pandemie, weil ich mir einfach nicht vorstellen konnte, für was man so ein Wort braucht. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass man in dieser Zeit, in der es so moderne Medizin und Vernetzung gibt, dass da eine Krankheit gibt, die die ganze Welt in Atem hält. Im Frühjahr 2020 hat sich allerdings dieses Wort leider mit Inhalt gefüllt. Es gibt aber auch noch ein anderes Wort, mit dem ich bis zum Frühjahr auch relativ wenig anfangen konnte, und das war das Wort Podcast. Umso schöner ist es, dass es ein Medium gibt, über das Leute, die gute Gedanken haben, anderen Leuten Mut machen. Entweder mit ihren Worten, mit ihren Gedanken oder auch über Musik. Und natürlich ist es auch sehr schön, dass es viele Leute gibt, die dieses Medium auch nutzen, um sich Mut zu holen, die das anhören, die sich mit anderen austauschen. Und dass dieses Medium oft angehört und genutzt wird, das habe ich in vielen Gesprächen auch mit Leuten, die nicht aus dem Kirchenkreis oder aus den Kirchgemeinden Triebes und Zwanroda sind, erfahren.
Ich freue mich, dass es das gibt und dass wir auch in diesen Zeiten, in denen Beschränkungen sind, mit Kontakt diesen Austausch haben. In diesem Sinne wünsche ich uns, dass wir auch über den Podcast Kraft schöpfen, dass wir Ausdauer haben, dass wir gut durch diese Zeit getragen werden. Ich wünsche Ihnen, bleiben Sie behütet, bleiben Sie gesund. Ja, dann fehlt eigentlich nur noch Danke zu sagen an alle, die mitgemacht haben, die auch jetzt hier nicht zur Sprache gekommen sind. Und ja, an Michael Beer, der auch einen Podcast mitgemacht hat, und viele andere, die mitgesungen und mitgesprochen haben und die einen Gruß mitgegeben haben. Da gibt es eine ganze Reihe von Leuten. Danke dafür. Und einen habe ich noch zum Schluss. Einen Gruß, der kommt aus der Neue Ärgernis. Und der möchte Sie ein wenig mitnehmen, und zwar die Sabine Achtelstädter. Dieser Gruß möchte Sie ein wenig mitnehmen in ein paar Gedanken zu dem, was jetzt vor uns liegt. Ein paar Gedanken zum Ende des Kirchenjahres, ganz speziell zur Zeit. Als wir uns das letzte Mal hier an ähnlicher Stelle gesehen haben, war Frühling. Die Bäume blühten und jetzt sind sie abgeerntet. Es ist viel Zeit vergangen. Manchmal frage ich mich, haben wir eigentlich alle zu wenig Zeit? Diese Frage könnte man mit einem klaren Ja beantworten. Schauen wir in die Bibel, das Buch der Bücher, dann gibt es da einige Antworten auf diese Frage, mit denen wir nicht so unmittelbar rechnen. Welche Zeit und welche Stunde habe ich gemeint? Im Griechischen unterscheidet man ganz klar zwischen der Zeit, die läuft, die einfach vergeht. Diese Zeit nennt sich Chronos. Und der Zeit, die den günstigsten Zeitpunkt beschreibt, den richtigen Moment. Diese Zeit nennt sich Kairos. Diese Zeit beschreibt Entscheidungszeiten, Tiefe von Lebensentscheidungen und vielleicht auch Schicksalsschläge. Siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade, die Zeit des Heils, so beschreibt es Paulus. Die Zeit, das Leben zu gewinnen, zu gestalten, ist jetzt. Vielleicht aber auch die Zeit, das Wesentliche zu verpassen. Zeit einfach zu verplempern, weil man die Zeichen der Zeit nicht erkannt hat. Gerade jetzt, am Ende des Kirchenjahres und der besonderen Zeit, in der wir durch die Pandemie leben, erkennen wir vielleicht, dass die Zeit, die wir haben, auf dieser Erde begrenzt ist. Wie intensiv wir sie leben, das können wir oft selbst bestimmen. Gönnen Sie sich deshalb eine Zeit der Stille vor Gott. Sie schafft Lebenskraft. In dieser ganz bewusst gewählten Zeit zeigt uns Jesus, wie und wofür wir unsere Zeit einsetzen sollen. Möglicherweise hat Lothar Zenetti, ein katholischer Theologe und Schriftsteller, genau diese Zeit gemeint, wenn er schreibt, die wunderbare Zeitvermehrung. Und er sah eine große Menge Volkes, die Menschen taten ihm leid und er redete zu ihnen von der unwiderstehlichen Liebe Gottes. Als es dann Abend wurde, sagten seine Jünger, Herr, schicke diese Leute fort, es ist schon spät, sie haben keine Zeit. Gebt ihnen doch davon, so sagte er, gebt ihnen doch von eurer Zeit. Wir selber haben keine, fanden sie, und was wir haben, dieses Wenige, wie soll das reichen für so viele? Doch war da einer unter ihnen, der hatte wohl noch 5 Termine frei, mehr nicht, zur Not dazu 2 Viertelstunden. Und Jesus nahm mit einem Lächeln die 5 Termine, die sie hatten, und die beiden Viertelstunden in die Hand. Er blickte auf zum Himmel, sprach das Dankgebet und Lob. Dann ließ er austeilen die kostbare Zeit durch seine Jünger an die vielen Menschen. Und siehe da, es reichte nun das Wenige für alle. Am Ende füllten sie sogar 12 Tage voll mit dem, was übrig war an Zeit. Das war nicht wenig. Es wird berichtet, dass sie staunten, denn möglich ist, das sahen sie Unmögliches bei ihm.
Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Zeit. Eines, das habe ich ganz vergessen. Zum einen wünsche ich Ihnen einen schönen Sonntag und zum anderen macht unser Podcast jetzt nach 100 Folgen eine kleine Pause, nur eine kleine. Wir starten dann am 1. Dezember wieder mit dem Adventskalender. Da ist es dann jeden Tag. Mit einem etwas vergrößerten Team, da freue ich mich schon drauf. Also eine kleine Pause, bis zum 1. Dezember.